Schwiegertochter gesucht nach dem Show aus, überraschende Neuigkeiten. Na, das ist doch mal eine ebenso freudige wie überraschende Nachricht. Ingo, der kultige Dauersingle aus der RTL-Kuppelshow Schwiegertochter gesucht, hat endlich wieder eine Freundin. Sein Glück öffentlich machte der 28-Jährige mit einem Facebook-Video. Ich habe mein Liebesglück gefunden, wie ihr hier an der wunderschönen, bezaubernden Dame sehen könnt, verkündete er stolz. Und weiter, sie ist die aktuelle Freundin an meiner Seite. Mehr als den Namen der rothaarigen, Annika, wollte er allerdings noch nicht verraten. Ist sie endlich die Richtige? Fast 5 Jahre lang suchte der Rheinländer zusammen mit Moderatorin Farah Entwehen, 50, im Fernsehen die große Liebe. Doch auch, wenn sich immer wieder Frauen für den Holzarbeiter interessierten, die Richtige war einfach nicht dabei. Ob er nun mit Annika mehr Glück hat? Es sei ihm zu wünschen. Mit der Sendung weiter geht es am 8. Juli unter dem Namen Schwiegertochter gesucht die neuen Söhne. Ingo sowie seine ebenso kultigen Eltern Lutz und Birgit alias Stups, werden da nicht mehr dabei sein. Kleiner Trost für alle Fans, der frisch Verliebte hat angekündigt, seine Fans via Facebook über sein Leben und seine Beziehung auf dem Laufenden zu halten.